Heute spreche ich über das Thema Strandfigur und welche Fehler alle machen, die es jetzt in kurzer Zeit noch schaffen wollen, genau diese Figur zu erreichen. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, ihre Wunschfigur zu erreichen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich endlich wieder in ihrer Figur und ihrer Haut auch wohlzufühlen. Und das tatsächlich an der Stelle hier wohl wissen, dass ich zum Zeitpunkt der Aufnahme selbst in der Weste hier sitze. Zwar mit T-Shirt drunter, aber mit Weste drüber. Weil wenn ich heute in den Kalender blicke, dann ist in bereits 4 Monaten der Sommerbeginn. Und zwar Mitte, Ende Juni. Und in dem Kontext ist es mir sehr wichtig, aus der Erfahrung der letzten 8 Jahre heraus, dir mitzugeben, welche Fehler du am besten nicht tun solltest und wie du es stattdessen schaffst, jetzt auch in gerade mal 16 Wochen, vielleicht sogar auch weniger, wenn du bereits Anfang Juni, vielleicht auch Ende Mai, bereits in den Sommerurlaub fährst, es dann noch schaffst, in diese Figur zu kommen. Deswegen bleib bis zum Ende dran, damit du hier auch dann mitbekommst, nicht nur welche Fehler du nicht tun solltest, sondern wie du es auch selbst schaffst, genau dieses Ziel zu erreichen. Nun, und wenn ich in den Kalender blicke und wir haben am 21. Juni 2023 Sommeranfang, sind es noch 4 Wochen. Und dort bricht dir mein Gegenüber häufig Panik aus, wenn man dann merkt, hey, ich habe vielleicht meine Neujahrsvorsätze jetzt immer noch nicht integriert und gucke dann in die Zukunft und sehe, ich habe nur noch 4 Monate, heißt 16 Wochen Zeit, maximal vielleicht sogar nur 12, um das Ganze anzugehen. In meinen Augen gibt es dabei 4 große, unterschiedliche Fehler, die der Gegenüber häufig in der Selbstintegration integriert. Und dabei ist der erste tatsächlich, willkürlich irgendetwas zu tun. Ja, vielleicht auch nur um rein gutes Gefühl zu haben, am Ende des Tages zu sagen, ich habe mich heute irgendwie bewegt, ich habe irgendwas gefühlt getan, um diesem Ziel näher zu kommen. Weil irgendwas ist Willkür. Ja, und Willkür wird zwangsläufig nie zu Ergebnissen führen. Und selbst wenn du vielleicht den einzelnen Tag am Ende des Tages, vielleicht auch innerhalb der Woche, dann sagst, hey, ich habe ein gutes Gefühl, ich war 2 oder 3 Mal im Fitnessstudio, ich bin 1 oder 2 Mal joggen gegangen. Wenn du nicht weißt, was du tust, dann ist diese Willkür zwangsläufig mit einer Ergebnislosigkeit verbunden und wird vor allem über den Zeitverlauf von 16 Wochen dann auch dazu führen, dass wenn du keine Ergebnisse siehst, demotiviert und vielleicht sogar frustriert bist, da mal wieder sagst, ja, ist eh komplett egal, dann kommen mal wieder 1, 2 Tage dazwischen, wo du in alte Verhaltensmuster zurückfällst und du merkst dann, ja, die Zeit wird immer kürzer. Ich muss vielleicht so einen Tag, wo ich mal zurückgefallen bin in alte Verhaltensmuster, vielleicht sogar mit 2 oder 3 Tagen wieder kompensieren und damit geht mir inhaltlich ja schon eine halbe Woche verloren. Ja, und deswegen ist hier der erste Fehler, den du in jedem Fall vermeiden solltest, Willkür. Einfach irgendwie zu handeln, um das Gefühl zu haben, du bewegst dich und du tust etwas. Fehler 2 in dem Kontext ist auch Willkür in der Ernährung an den Tag zu legen. Häufigstes Beispiel, absoluter Klassiker, FDH, frisst die Hälfte. Auch das wird dich hier nicht zum Ziel und auch zu deinem Ergebnis führen, weil auch hier beachtet der Gegenüber halt nie den Zeithorizont von 16 Wochen. Also sich selbst 16 Wochen lang mit FDH zu kasteien und zu sagen, ich esse jetzt pro Mahlzeit die Hälfte oder ich esse einfach die Hälfte der Mahlzeiten, Frequenz und Häufigkeit, wird für niemanden über 16 Wochen durchzustehen sein. Und auch hier ist das Ergebnis das gleiche, Demotivation und Frustration und wiederum zu erkennen, ich habe es mal wieder doch nicht hinbekommen und so Tag für Tag, Woche für Woche in dieser Demotivation und Frustration dann wieder kompensieren zu müssen mit 1, 2 oder 3 Tagen noch mehr Aufwand, noch mehr Einsatz, um nur dann wieder zu erkennen, hey, dieser Aufwand oder Mehrertrag über einzelne Tage kostet mich dann inhaltlich auch schon wieder eine halbe Woche. Was bezogen auf gerade mal einen Zeitraum von 12 bis 16 Wochen bis jetzt hin zu Sommeranfang von Status quo heute weg, der dann halt langfristig einfach das Genick bricht. Dritter Fehler in diesem Kontext mit dem Ziel Strandfigur ist dann dieses jeden Tag etwas zu tun. Ich habe bisher tatsächlich erst eine einzige Person erlebt, bei der ein additiver Ansatz besser funktioniert wie ein reduktiver, bedeutet, wo man versucht ganz gezielt mehr zu integrieren. Das hat aber dann tatsächlich eher psychosoziale Komponenten, die dort mit einfließen. Bei allen anderen Personen bis heute funktioniert ein reduktiver Ansatz langfristig deutlich besser. Das bedeutet, bevor du dir auf die Fahne schreibst, ich mache jetzt 6-mal die Woche Sport und tue etwas, nimm dir nur mal 3 Tage vor. Plane die im Vorhinein, hab schon mal ganz konkrete Tage und Trainingszeiten, wo du weißt, da kann ich meinen Sport, da kann ich meine Bewegung integrieren. Und wenn es dann deine Zeit zulässt, dann integriere lieber den vierten und vielleicht noch einen fünften zusätzlich, wie es, wenn du dir es als Agenda auf die Fahne schreibst, ich mache jetzt 6-mal die Woche etwas, es dann nicht schaffst und aus diesem Gefühl von etwas nicht schaffen kein Momentum aufbaust und dann wieder in ähnliche Schleifen zurückfällst.
Demotivation oder Frustration, entsprechend zurückfallen in alte Verhaltensmuster, um dann wiederum aus diesen alten Verhaltensmustern den verlängerten Zeithorizont in die Zukunft bringen zu müssen, um das entsprechend überhaupt kompensieren zu können. Ja, und der vierte, und das ist eigentlich der grundlegende Fehler in all diesen drei Kaskaden, ist immer den zeitlichen Horizont zu unterschätzen. Aus meiner Erfahrung heraus unterschätzen Personen massiv, was sie in einem Jahr erreichen können, aber sie überschätzen massiv, was sie in einem Monat erreichen können. Bedeutet, nimm dir diesen Zeitstrahl, diesen Zeithorizont und nutz ihn für dich, indem du dir auch eine konkrete Struktur, eine konkrete Handlungsperspektive ableitest, die auch realisierbar und umsetzbar ist, in der du in der Umsetzung selbst ein gutes Gefühl bekommst, vielleicht auch noch die Motivation, etwas anderes mehr noch zu tun, anstatt nur wieder zu erkennen, hey, ich muss das Ganze nach unten staffeln, weil ich es im Alltag doch nicht implementiert bekomme. Und da ist in meinen Augen auch sehr wichtig, dir auch einzugestehen, dass du genauso wie ich, wir beide auch nur Menschen sind. Und da kommt zwangsläufig irgendwo Leben dazwischen. Bedeutet, du kannst irgendwo dir mal einen Infekt einfangen. Du hast vielleicht auch mal privat ein Thema, wo du sagst, da muss ich jetzt gerade mal Priorität geben. Du schaffst es vielleicht aufgrund von längeren Arbeitszeiten mal doch nicht zum Sport. Und insofern bau dir auch hier, und das war tatsächlich eigentlich der grundlegende, fundamentale Tipp auch dabei, was ich dir hiermit ans Herz legen will, schon einen gewissen Pufferzeitraum ein. Ähnlich wie ein Bodybuilder, der zu Tag X einen gewissen Wettkampf-Shape, eine gewisse Wettkampffigur erreichen muss. Da plant man sich auch, wenn man es weiß, vorab früh genug, auch immer noch einen gewissen Puffer mit ein, damit man es dann letztlich erreichen und auch realisieren kann, dass wenn irgendwas dazwischen kommt, man immer noch einen gewissen Pufferzeitraum hat, um hier interagieren bzw. vielmehr intervenieren zu können. Und das wäre tatsächlich mein proaktiver Tipp an dich. Bleib hier realistisch. Im Zeitraum 3 bzw. 4 Monate ist immer noch ein Vierteljahr bzw. fast ein Dritteljahr. Da kannst du einiges bewegen, aber dazu benötigst du halt letztlich auf einer Mikroebene, betrachtet auf eine Woche, einfach eine Agenda, eine Struktur, die dich abholt und nicht eine, die dich vielleicht noch irgendwo in die Ecke drängt und du dann am Ende des Tages das Gefühl hast, ich kann es ja doch nicht realisieren. Wenn du dich hier nun abgeholt fühlst und sagst, hey, genau das ist dieses Szenario, das ich Jahr für Jahr, Sommer für Sommer, Saison für Saison erlebe und ich will da endlich ausbrechen, dann kannst du dich auch gern bei mir für dein kostenloses Erstgespräch melden, indem wir uns gemeinsam zu deinem Wunschtermin in einem unverbindlichen ersten Telefonat gemeinsam ansehen, wo du aktuell stehst, welche Herausforderungen und Hürden du in deinem Alltag hast und wie du es langfristig dann noch schaffen kannst, deine Zielsetzung zu erreichen. Abonnier auch gern meinen YouTube-Kanal, um über fortlaufend neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und abonnier auch gern meinen Podcast, der Körperkodex, damit du hier keine neuen Inhalte verpasst und dir hier auch nichts entgeht. Investiere auch gern 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte meinen Podcast, der Körperkodex, auf Apple Podcast und Spotify mit jeweils einer 5-Sterne-Bewertung und gib hier dem Algorithmus Daten, um ihm zu sagen, was ich hier an Inhalten mitbekomme. Das hilft mir selbst auch weiter, damit der Algorithmus diese Daten auch nochmal weiter verbreitet. Und falls du noch irgendwo persönliche Fragen haben solltest, wo du sagst, die hätte ich gerne mal ganz kurz 1:1 geklärt, dann kannst du mir gerne auch auf Instagram schreiben. Du findest mich dort unter meinem Namen mit -david.bachmeier- und kannst mir dann dort auch direkt eine Nachricht schreiben und wir finden gemeinsam heraus, wie ich dir konkret auch weiterhelfen kann. Insofern hoffe ich, du kannst jetzt in dieser Saison, wenn es hin zum Sommer geht, diese grundlegenden Fehler vermeiden und weißt mit der Situation, in der du dich aktuell befindest, dann auch besser umzugehen. Insofern freue ich mich, dich schon sehr in meinen nächsten Inhalten wieder zu begrüßen und wünsche dir bis dahin, wie immer, nur das Beste. Bis dahin, dein David.